Okay. Moment, habe ich jetzt die gleiche. Ach so, ja. Egal. Ich glaube, ich habe eh viel zu viel Zeit verschwendet, als wir. Ui. Ui, haben wir denn eigentlich schon Waffen? Wir haben Faustkeile. Wir haben auch Speere. Schnauze. Wir wollen das von, aber das würde uns eher töten. Vielleicht können wir uns das holen. Ich hoffe, das greift jetzt nicht an. Oh, doch, es greift an. Ich bin Faustgeil, hämmer die auf das Vieh ein. Wie geil. Gut, geht doch. Ach so, das andere Vieh lebt ja auch noch. Wo ist denn das? Genau, mach das kaputt. Glaube, es ist erschöpft. Es hat aufgegeben. Tja, jetzt haben wir beide getötet. Die haben es nicht anders verdient, es waren Räuber und Verräter. Die Ursicht. Das Kupfer. Sollten wir vielleicht mal so machen. Ah, super, Feuerstein. Auf 10 Stück, das passt. Dann bauen wir auch gleich die Lager entsprechend. Kann ich eigentlich auch hier hinten bauen, das ist genauso schön, oder? Oder hier ein Stein, hier ist auch Feuerstein, oder? Naja. Und dann gleich noch ein Lagerzelt. Statt der Produktion. Ein Häutetrockner. Also war mein allererstes Vorgehen, wie ich das anfangs gemacht habe in meinem ersten Spiel, doch um einiges besser. So schnell wie möglich aufsteigen. Ihr macht das schon. Ja, wir sammeln doch schon. Vor allem kriegen die diese scheiß Infektion auch wirklich, wenn sie. Die sind eigentlich schon gesund und dann kriegen sie die Infektion. Mach den mal bitte schneller. Und das Zelt machen wir auch schneller. Ich finde es schön, dass die Stöcke auch nie ausgehen. Dass man richtig. Und dass auch das Holz nachwächst. Das sind so richtig schön endlose Ressourcen. Den Häutetrockner brauchen wir auf jeden Fall auch, sonst kriegen wir keine neuen Sachen. Okay, die schläft. Ich wollte gerade sagen, rennt die damit rein, um dann wieder rauszuholen damit. Lagerzelt brauchen wir auch noch ein bisschen. Gut. Ein Zelt brauchen wir denn vor. Ohne Zelt kriegen. Ich brauche jetzt relativ schnell mehr Leute.
Also Wollnashorn haben wir jetzt schon getötet. Gucken wir mal später noch, ob wir noch einen Mammut finden. Mammut ist auch nicht schlecht. Fangen wir erstmal an mit dem Nahrungstrocknen. Wir können ja hier stehen. Nahrungstrockner gehen zum Schluss zum Glück nicht kaputt. Da kann man sich auch Zeit nehmen. Einer reicht, dass man beim Stöcke sammeln, würde ich sagen. So, da trocknen die Häute. Machen wir das höher. In der Hoffnung, dass wir den jetzt erstmal fertig bauen. Obwohl, eigentlich kann ich auch zwei hinschicken. Ich habe die Leute, einer fischt. Also einer fischt, sofern Fisch da ist. Zwei sammeln Stöcke. Einer ist für Feuerstein zuständig. Passt doch soweit. Fehlt noch getrocknete Haut. Die erste haben wir schon wieder. Wir wollen das dann gleich am Anfang jagen. Ist gar nicht so die blöde Idee, wenn ich ehrlich bin. Also Höhlenbär und Mammut. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich nochmal den Meilenstein freischalten kann. Wo stehen die Bären her? Na, ist auch egal. Ja. Mädchen. Guck mal demnächst, dass wir was aus den Knochen machen können, die wir gefunden haben. Aber erstmal das Lagerzelt, denn der hält alles länger. So. Da ist ein Höhlenbär. Wer kann, greift den jetzt an. Ernsthaft? Was für ein feiges Mistvieh. Ist bloß wieder die Schwierigkeit, einen Mammut zu finden. Jag den. Irgendwann hat er bestimmt ein Speer dabei. Knochenwerkzeuge sind besser. Wo ist denn das Vieh? Komm, der braucht bloß einen einzigen Stein. Ja, schmeißt den einfach einen Stein an den Kopf. Dann okay. Gerade Tiere, die schwer verletzt sind. Das ist ein Mammut. Ich würde dich so gerne töten und essen. Aber du musst noch ein bisschen warten, bis ich ein paar mehr Leute habe. Es sei denn, ich komme jetzt zu nah an die Siedlung. Altes Weibchen. Ich würde sie schon gern töten. Aber ich habe halt noch zu wenig Leute und ich habe auch noch nicht genug Ausrüstung, wenn ich ehrlich bin. Ich
Wenn sie sich nur trennen würden von der Herde, wäre es viel besser. So ein einzelnes. Yay! Yay! Es hagelt Wissen. Yay! Alle Tiere schlachten. Bisons sind halt noch gefährlich. Erstmal auf die Hunde. Und bei der Gelegenheit könnten wir doch mal was für die Spiritualität tun. Wird das auch mal geschlachtet? Nicht nur töten, ihr sollt die Dinger auch schlachten. Das ist ja so ein scheiß Höhlenbär. Du entkommst mir nicht. Gut. Wow, jetzt geht's aber ab. Spiritualität. Boah, nee, das kann ich mir auf keinen Fall leisten. Aus dem Ruhe kommen am Arsch. Ich könnte dir ja Wissen geben. Nö, verschwinde. Mal noch zwei Häuser. Sollte ja schnell gehen. Getrocknete Haut haben wir ja, oder? Haut dort weg. Wenn es dann mit Leder losgeht, wird es kritischer. Oh, jetzt müssen wir nur noch einen Mammut finden. Höhlenlöwe. Jagt das. Bring jetzt hier alle Tiere in dem Umkreis um. Man kann sie nochmal kriegen. Schön mit dem Fleisch da in der Ecke. Okay, das heißt, ich muss nochmal einen Mammut töten. Oh nein, die geht schon wieder alleine gegen das Vieh los, oder? Nee, doch nicht. Warte! Ihr habt vergessen, dieses Tier ist doch jetzt alleine! Lasst es nicht leiden! Okay, genug. Das leidet. Das ist alt, das muss weg. Ach komm schon. Den ging's nicht gut, das musste geschlachtet werden. Das war eine Notschlachtung, falls jemand fragt. So. Kann man auch mit Gerben weitermachen. Und die Kompositwerkzeuge. Oh, ein Tanninwerk. Oh.
Gerber passt hier auch super hin. Da haben wir noch nicht. Also, wir kommen jetzt erstmal vorwärts. Die Auerochsen halten leider zusammen. Ähnlich wie die Mammuts, da muss man ein bisschen aufhören. Ich wollte gerade sagen, was das für ein riesiges Mammut, aber das sind die Mammuts. Wenn ich noch ein, zwei... Oh, ich wollte gerade sagen, Löwe. Wenn ich noch ein, zwei Leute mehr habe, kann ich mir ja auch langsam zutrauen, dass ich Mammut töte. Schlachtenenten kämpfen. Oh, die soll ich vielleicht auch mal machen. Ich habe keine in der Produktion. Und wenn ich Faustkeile nicht habe, dann kann ich nicht schlachten. Das ist wiederum schlecht. Der Winter ist eigentlich immer so die Zeit, in der man Werkzeuge ausbessert oder indem man halt solche Sachen macht. Wenn das Fleisch so nah zu uns kommt, dann müssen wir es. Müssen wir das auch entsprechend holen. Sag nicht, der kämpft alleine. Ich hoffe, es ist ein alter Mann wenigstens. Eine alte Frau, okay. Das ist doch das Vieh, was uns vorhin entkommen ist, oder? Dich kriege ich noch. Sag ich doch. Selber schuld. Wenn es so blöd ist und... Klar, er hatte Hunger. Irgendwer hat seine Mutter getötet. Oder seinen Vater und er muss jetzt alleine in der harten, grausamen Welt klarkommen. Das konnte ich ihm nicht antun. Ich habe ihn lieber gleich erlöst. Kurzzeitliche Bisons haben wir auch noch nicht gejagt. Und heldenhaft wie ich bin, wage ich mich auch primär immer an kleine Tiere ran. Nicht an größere. Auch ein Trick. Das ist wahrscheinlich das Vieh, was wir vorhin verschont haben. Aber unsere Hunde werden das schon. Ich wollte sagen, unsere Hunde werden das schon primär mit abfangen. So muss es eigentlich auch sein, der Hund tankt vorne und für den Anfang und die Leute machen den Rest. Macht das Vieh kaputt. Okay, sie gehen zu dritt auf ihn los, das ist okay. Jetzt kommt das erste Tannin ran. Ja, der holt sich gerade sein Essen. Der hätte jetzt direkt einen Speer auf das Vieh werfen können. Gut. Das lockt immer so schön die Tiere an. Drei Mammuts, die frühstücken uns weg. Wenn es da zum Kampf kommt. Also wenn ich jetzt nicht versuche, so niedrig, also einen niedrigen Stand in der Entwicklung zu halten, ist das viel einfacher irgendwie. Spiritualität. Warum werden die Dinger eigentlich noch ach, die haben es wahrscheinlich abgelegt. 140 ist schon ein bisschen besser. Oh, so viel getrocknete Haut gerade.
Ganz leisten kann ich es mir jetzt eigentlich noch nicht, aber ich mach's trotzdem mal. Yay! Ist man nicht schlau genug, kauft man sich seinen Erfolg. Irgendwie cool. Mehr Leute. Sehr schön. Fressen. Gefährliche Tiere im Umkreis müssen getötet werden. Oh nein, ein gefährliches Mufflon, das muss auch getötet werden. Eigentlich, wenn ich echt versucht. Der ist auch mittlerweile angeschlagen. Ich mach das jetzt einfach mal. Bloß nicht alleine rennen. Wir können es versuchen, es könnte aber auch echt schief gehen. Wir kriegen auf jeden Fall, das Problem sind halt zwei, die wir bekämpfen müssen. Oh ne, das rennt weg, das ist okay, dann schaffen wir es. Yay! Gut gemacht, Leute. Den wollte ich noch haben. Das heißt, ich kann die Meilensteine bei jedem Spiel neu freischalten. Hohe Ochsen habe ich auch noch nicht gejagt. Auf jeden Fall habe ich jetzt die primären Tiere gejagt. Ich warte jetzt trotzdem noch einen Moment, bis ich weiter aufsteige. Der Wind ist rum. Das kam aber recht spät, oder? Es ist doch Sommer. Es ist Sommer. Ja, jetzt bin ich winterresistent geworden. Das ist sehr schön. Macht der eigentlich mittlerweile... Die Outfits werden eigentlich auch hergestellt. Ist irgendwie noch nicht. Habe ich nicht... Ich habe doch einen Gerber gebaut mal. Nein, der wird nicht fertig. Natürlich nicht. Und holt doch gleich bei dem wäre. Ach ja. Timber. Wow. Das ist ein sehr ergiebiges Gebiet. Die ganze Zeit, warum kriege ich denn hier nichts Besseres, aber der Gerber ist noch nicht fertig gewesen. Oh nein! Ein krankes Bison! Ich erlöse dich von deinen Qualen, keine Angst. Da, seht mal, ist ja Tollwut, es greift alle an. Oh, guck mal, ein Wollnashorn. Machen wir auch gleich kaputt. Ich habe Blut geleckt. Komm, jetzt zeitig.
Ich habe Blut geleckt, das geht gerade nicht anders. Ernsthaft, du greifst das Vieh alleine an? Er könnte drauf gehen. Er geht dabei drauf. Nein, Glück war es ein alter Mann. Nein, es ist geflohen. Naja, die alten Leute sterben eh. Man muss die alten Leute auch. Was ist das denn? Oh. Die legen sich aber auch nicht gegen Tiere an, die stärker sind als sie, oder? Gut, ein Speer und das Vieh ist tot. Haha, das heißt jetzt einfach, wir trinken das 11-mal Fleisch. Also sie wollen das schon, das echt effektiv, um Nahrungsknappheit loszuwerden. Wir haben viel zu viel Nahrung, fällt mir gerade so auf. Aber endlich läuft's mal. Im Winter mache ich jetzt noch keine weitere Technologie erstmal. Ah, Schneesturm. Das ist, glaube ich, das erste, oder? Das Schöne ist allerdings, wir haben sehr viel rohe Haut. Und wir können ausnahmsweise mal haushalten. Das, ich glaube wirklich, der andere Standort war einfach nur richtig schlecht. Wir haben zwar weniger Ressourcen, aber ich habe hier so viele Sachen im Umkreis immer wieder. Ja, du solltest nicht da irgendwo draußen in der Botanik rumlaufen. Dich würde ich zwar gern jagen, aber das nicht während des Winters. Bin ich ganz ehrlich, das ist mir zu heiß. Ah, fischt. Jetzt isst sie erstmal ein Steak. Also tatsächlich, die essen echt teilweise noch roh. Auch perfekt zum Abernten. Ja, okay, die Tanne aber. Ansonsten. Fische, Erbsen, ist wirklich etliches hier. Attacke! Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Hat er echt das Kind gebissen? Merkst du, Turkal? Wölfe sind Feinde und Futter. Echt? Ernsthaft? Ja, klar, jetzt kommt das Fleisch schon zu uns. Warum nicht? Ich will mich da nicht beschweren, bin ich ganz ehrlich. Wenn es so bereitwillig das Essen zu uns kommt. Können wir uns auch mal einen Auerochsen noch gönnen. Wahrscheinlich wird die Hälfte des Fleisches eh verfallen. Uncool. Geh weg, geh weg. Zieht euch mal lieber zurück. Lauf doch mal! Was machst du denn? Oh, jetzt habe ich die verloren, okay. Das ist natürlich echt scheiße. Jetzt habe ich derbe Verluste hingenommen. Ja, das waren 4 Stück. Und die haben natürlich nur mit einem gerechnet. Hätte ich lieber das Mammut getötet. Aber du bist jetzt trotzdem noch fertig. Hä?
Lagerzelt voll? Oh. Hä? Mist. So, wie viele Leute kann ich? 15.